Es gibt jedoch eine Reihe von Verletzten, von denen einige nicht durchkommen. Hä, wie ist denn das so eskaliert? Wir haben doch nur ein Tier gefunden. Boy, that escalated quickly. I mean, that really got out of hand fast. Ich gehe jetzt übrigens auch gleich auf Expedition. Habe ich dich jetzt angefixt, ja? Oh, geil. Ja, ja. Geil. Ich habe doch übelst viele Expeditionen hier. Ja, ja. Richtig viele Piraten. Ja. Warte mal. Ich bin auch mal überlegen, ob ich mal so eine Piratenjagd mache. Einfach, weil ich ja sowieso viel Gefechtskunde habe. Warte mal, warte mal. Was ist jetzt nochmal der Plural von Piratenjagd? Piratenjagde? Jägde? Ich glaube, der Plural von Jagd ist Jagd, oder? Das überlege ich gerade. Oh Gott, ich glaube, ich habe die Rationen vorhin vergessen. Das wird meiner Moral natürlich nicht zuträglich sein. Die Jagd? Plural, die Jagden. Jagden, ja, okay. Also sind es Piratenjagden. Ja, genau. Das stimmt eigentlich, wie sie sind. Wow. Ich bin kein Lehrer. Entschuldigung. Ah, doch, ich habe Proviant mitgegeben. Gott sei Dank, Mehl ist jetzt nicht unbedingt die edelste Speise, wenn man bedenkt, dass ich in ein Blattgold belegtes Brioche-Brötchen in meinem Eiffelturm anbiete, was da meine Seefahrer kriegen. Aber sie verhungern zumindest nicht. Sie können sich jeden Tag ein köstliches Löffelchen Mehl gönnen. Und die anderen haben nur Kaffee, also denen geht's doch schlechter. Oder besser? Ich weiß nicht. In Zucker? Die Frage können wir ja mal rausstellen. Würdet ihr lieber mit einem Schiff, was nur Kaffee geladen hat, auf See stechen oder mit einem Schiff, was nur Mehl geladen hat, in See stechen? Ich sag mal, ihr seid, sagen wir mal, eine Woche unterwegs. Expedition. Ein übergewichtiges Schiff, noch fett, ist leichte was? Ja, hol den mal ran. Ein das übergewichtiges Schiff. Halt doch mal die Sappel jetzt. Mann, ich zieh hier gerade was durch. Ein übergewichtiges Schiff ist leichte Beute für stürmische Wellen. Die Ölhändler, denen die Mannschaft im letzten Hafen begegnet ist, hat ein gutes Geld dafür bezahlt, dass ihre Fracht auf ihrem Schiff verstaut wird. Aber das zusätzliche Gewicht setzt dem Schiff schwer zu. Beim ersten Anzeichen stürmischer Winde und hohen Wellengangs lässt der ungewohnte Ballast das Schiff heftig krängen. Ja, einfach Heckanker auswerfen. Gesichert! Der gusseiserne Anker plumpst mit lauten Platschen in die wogenden Wellen und die Kette hat genau die richtige Länge, sodass er guten Halt auf dem Meeresboden findet. Das Schiff schwankt unter dem Einfluss von Wellen und Wind, bleibt aber an Ort und Stelle. Die Matrosen warten einfach ab, bis das schlechte Wetter vorbei ist und hoffen, dass die zusätzliche Ladung nicht noch mehr Probleme verursachen wird. Okay. So, trinkt ein Tässchen Kaffee und los geht's. So, 95, Ihr Schiff ist 96. Zurückgekehrt. Was zählst du denn jetzt? Mein Kostümhändler produziert Kostüme. Okay. Und die Kostüme brauche ich für die Samba-Schule. Ah ja. 97, ich habe es bald geschafft. Das die Bilanz ist bei minus 8000. I don't give a shit. Okay, bin hier komplett am Eskalieren. 98. Wirklich, I don't give it. Das, I don't care. Du willst jetzt wirklich einfach nur noch schaffen, aus Prinzip. Ich will das jetzt schaffen, ja. Weil ich seitdem wir live gegangen sind, daran arbeite. Menschen lassen sie hochleben. Ist halt aber auch Dedication, ne? Also muss man dir lassen. Na komm schon. Do it for me, please. Da. Die ersten Kostüme, ja! Ja. Alter, haben die einen langen Weg vor sich.
You gotta be kidding me. Ja, ja, Samba-Schule fängt an zu wirken. Ich hab's geschafft. Unglaublich. Ich hab's geschafft, Leute. Zufriedenheit Samba-Schule ist 100%. Darauf erhebe ich mein Glas mit größtem Respekt. Oh. Ich sag's euch leider. Man fühlt aber auch richtig, dass es für dich ein großer Moment ist, ne? Also man kann richtig tief spüren, dass das dass dir da richtig gerade ein Stein der Last von der Seele gefallen ist, jetzt wo du es geschafft hast, ne? Also, oder? Es spielt für dich da auch überhaupt keine Rolle, dass das wahrscheinlich trotzdem noch einen riesengroßen Struggle hinter sich herziehen wird, weil irgendein Rohstoff irgendwo wieder fehlen wird und dass du da bestimmt noch mal 10.000 Mal nachjustieren musst, aber man merkt trotzdem, dass du jetzt einfach den Moment gerade genießt. Ja. Das ist schön. Das finde ich schön. Ich auch. Oh, ich höre jetzt mal auf zu ornamentieren hier. Ich muss mich mal um die wichtigen Dinge kümmern. So. Häuser aufsteigen lassen. Das würde ich auch gerne mal wieder machen. Meine Bilanz wieder mal in den Griff gekriegt wird. Ich verstehe ehrlich gesagt auch irgendwie nicht, wie du deine Bilanz immer so auf grad so unbekannte Unterlippe halten kannst. Weiß ich nicht. Also das ist mir tatsächlich ein Rätsel, was ich mir immer wieder so insgeheim stelle, wie du es... Also was bei deiner Bilanz halt los ist, dass die so um die Null schwankt, weil mit der Bilanz habe ich halt Ewigkeiten keine Probleme. Na, oder ich weiß, es liegt halt vielleicht wirklich an der alten Welt, dass die einfach für die Finanzen Key ist. Nicht. Achso, ne, das kann sein, aber also in der alten Welt? Bankhaus mal gebaut? Ein Bankhaus? Ja. Weiß ich nicht. Weil das hat, glaube ich, das war bei mir so, glaube ich, der Wendepunkt. Als ich das Bankhaus gebaut habe, diesen riesen fetten Schleifer da, ich glaube, damit war so ein Punkt erreicht, wo danach irgendwie die finanziellen Probleme sich in Luft aufgelöst haben. Wo kann man das bauen? Mit der Frage hätte ich rechnen müssen. Hast du aber nicht. Ich vermute mal, man kann nur eins bauen. Kann das sein? Nee, kann man nicht hier bei den Ingenieuren. Kann man ein Bankhaus bauen? Ja, ich habe sogar eins gebaut. Okay. Nee, dann kann es das nicht sein. Was kann ich damit machen? Das ist einfach, weiß ich nicht, es ist einfach ein öffentliches Gebäude, eine Dienstleistung. Aber irgendwie gefühlt, seit ich die Bank habe, sind meine finanziellen Probleme ade. Aber das bringt mir ja absolut nichts. Nee, im Gegenteil, ich habe minus 900 Unterhaltskosten dafür. Naja. Ich kann dir nicht genau sagen, wieso, aber irgendwie war das so ein Key-Moment, an den ich mich noch erinnere, dass danach einfach die finanziellen Probleme kaputt waren. Weißt du was? Erzähl mal. Dass vor allen Dingen meine Produktionsprobleme in der neuen Welt jetzt da sind, weil ich die einfach ein bisschen ignoriert habe. Weil ich halt eine neue Produktionskette bauen wollte und hab die bestehenden einfach ignoriert. Aber, jetzt musst du mir helfen. Hm? Hast du nicht gerade für die neue Welt gearbeitet, wie so ein Ochse? Ja, an einer Produktionskette. Aber alle anderen habe ich natürlich da... Ach so. Ignoriert. Lol. Also das sind zum Beispiel jetzt Tortillas. Das ist ja das allererste, was du mit hast. Ja. Die sind auf einmal nur auf 40%. Nice. Ich würde mich ja drüber, also ich würde ja jetzt irgendwie was Lustiges drüber sagen oder so, aber der Fakt ist, dass ich ja selber gerade mit Schnaps und Seife und so zu kämpfen habe. Also ich sollte lieber die Klappe halten. Klappe. El Clapo. Klappe grande, sagst du. So, können wir hier einen Weg bauen, und noch einen Schweinestall. Hierhin. Because, why not? Because, reasons! Oh lol! Mir fehlt dafür der Mais! Ah. Okay. Wie konnte das geschehen? Eine Analyse von... Ja? Wie hieß der Typ von Galileo, verdammt?
Ayman Abdallah. Ah, danke. Ich habe genügend Ethanol, ich habe genügend Kokosöl. Die Frage ist, ich habe auch genügend Orchideen. Das heißt im Endeffekt nur, mir fehlen die Parfümlabore. Da habe ich schon 3 auf der Insel. Das reicht immer noch nicht, Leute. Es reicht immer noch nicht, diese Parfümlabore. Na gut, aber wenn es zu einfach ist, ne? Brauchen wir Fenster und... Nein, nicht Fenster. Nein. Aber ich hatte irgendwo noch zu viele Fenster. Ich weiß noch nicht, wo ich die hingetan habe. Irgendwo hier sind noch zu viele Fenster. Hier. Legende bin ich einfach. Zack. Und dahin. Dann brauche ich noch Ziegelsteine. Haben wir da hier welche? Naja, 20. Brauche ich aber bestimmt selber, ne? 20? Nee, ich habe die Gebäude schon gebaut. Dann kann ich die mitnehmen. Expedition anzeigen. Machen wir das mal zwischendurch, Leute. Bemannt die Geschütze. Eine wehrlose Handelsbrig wird von abscheulichen Piraten geplündert. Der Kapitän der Brig hat viele Freunde in ihrer Mannschaft, die bereit sind, für seine Rettung ihr Leben zu geben. Die Piraten unterstehen Calico Roberts, dem letzten grausamen Piraten, doch es dämmert und sie haben ihr Schiff nicht bemerkt. So, wir können das Schiff unter Beschuss nehmen, 70%ige Chance. Das Schiff entern, plus 5% Chance. Oder meiden und haben Moralverlust. Also nehmen wir das Schiff unter Beschuss. Belohnung entdeckt. Der Erfolg stellt sich schnell ein. Salve auf Salve durchlöchert den Rumpf des Piratenschiffs und verwandelt ihn in einen Schweizer Käse. Die überraschten Piraten schwenken plötzlich die weiße Fahne und das Gefecht ist vorüber. Die Kaufleute sind dankbar für die Rettung ihrer Waren und zahlen eine angemessene Belohnung. 20 Goldbarren. Danke. Das würde jetzt über Bord gehen. Weil jetzt hier einen Kreuzer genommen, der nicht genügend Dinge da hat. Aber ich glaube, die Sanga-Kühe, die können wir mal über Bord gehen lassen. Wobei, nee, ich lasse mal die Fische über Bord gehen, weil die Kühe sind gleichzeitig für Geschick, Kampfkraft und Rationen da. So machen wir das. Die Moral ist ja schon bei 100, also wir können einfach hier weitermachen. So, Fußbälle. Dafür brauchen wir Nandu-Form, Kautschuk-Plantagen und dann die Ballmanufaktur. Nandu-Leder haben wir ja übelst viel. Kautschuk haben wir nicht ganz so viel. Müsste aber auch reichen. Also auch hier ist es die Ballmanufaktur, da haben wir nur eine. Auch das ist anscheinend zu wenig. Baukosten, die sind ja überschaubar. Und ein paar Kautschuk-Plantagen noch hier. Definitiv. Haben wir hier noch Platz? Bitte lass mich hier noch Platz haben. Bitte, 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 bitte. Naja. It is what it is, ne? Problem ist, dass die halt so viel Platz brauchen, diese Kautschuk-Plantagen. Ist das nervig, Leute. Bräucht eigentlich noch eine Kautschuk-Plantage, Leute. Oh, wir haben doch nicht mehr so viel Platz auf der Insel. Ich könnte Mäuse melken. Naja, während Kevin Kleintiere milkt, hole ich euch mal zurück hier. Denn es gibt unaussprechliche Schrecken, die uns erwarten. Alles bereit zur Jagd. Das Raubtier. Ein schreckliches Raubtier belauert uns. Achso, hat er geflüstert. Ein schreckliches Raubtier belauert uns, flüstert der Schiffsjunge. Vielleicht hat er recht, denn die Vorratsaufnahme verlief nicht so ereignislos wie erhofft. Schon am ersten Abend in der Bucht ging ein Mann verloren, dessen Spuren in den Urwald führten. Mowgli. Viele fragen sich, wie die Arbeit so fortgesetzt werden kann. Ich hab nichts, was mir hilft. Das ist bitter. Ich red mal mit den Einheimischen. Oh. Ihre Gottheit ist entweiht, drängen die als Diplomaten ausgesandten Offiziere. In der gesamten Bucht zeigen sich nun Gesichter mit Kriegsbemalung, die ihren Bogen auf das Expeditionslager richten. Da werden wir denen mal mit Kaffee eine Lektion erteilen.
Oh Gott. Trotz Unterzahl kämpfen die Männer tapfer weiter. An den Strand zurückgedrängt schützen sie sich vor dem Pfeilregen mit allem, was sie greifen können. Der Ablösung gelingt es, wertvolle Ausrüstung auf das Schiff zu bringen und die Segel zu setzen. Es gibt jedoch eine Reihe von Verletzten, von denen einige nicht durchkommen. Hä, wie ist denn das so eskaliert? Wir haben nur ein Tier gefunden. Naja, fahrt mal weiter. Naja, fahrt mal weiter. Da passen wir noch da. Du einem alten Mann und seinem Hut, por favor? Eine Bauaufgabe. Wenn ich es selber eine mache, Bauaufgabe. Ein Journalero-Hausen, ja, easy peasy. Check, gib mir Geld. Das ist ja sehr gut gemacht. Eine Krämerin, wow. Wow. Hast du eigentlich beim ersten Mal schon was bekommen? Beim ersten Mal was? Bei der ersten Zwischenexpeditionsübersicht? Nee. Ich dachte, man kriegt immer nur am Ende was. Nö, ich habe jetzt schon Goldborn bekommen. Klar, klar, gönn du. Weil ich einfach das Piratenschiff niedergeschossen habe. Gönn dir halt, Kevin, gönn dir. Ich freue mich. Ja. Nee, tust du nicht. Findest du eigentlich gerade total scheiße. Lass sie auch tun, machen. Ja. Siehst du? Oh, guck mal, ich habe einen Papst. Den könnte ich ins Rathaus stopfen. Wo ist mein Rathaus? Ich habe einen Papst. Wie das klingt, Alter. Wir sind Papst, Kevin. Nicht mehr, nee, meinst du? Nicht mehr. Das stimmt. Hier, Rathaus. Wo habe ich denn da eins? Da steht eins und da steht eins und da steht eins. Habt ihr denn alle Platz? Nee, das war's nicht. Hier wäre noch Platz. Nee, das ist eine Handelskammer. Wo ist denn dieses Hier. Na? Ich will Kraftausdrücke. Und das andere Rathaus war wo nochmal? Hier. Oh, da sind schon echt gute Items drin. Beeinflusst alle Krankenhäuser. Ist überhaupt ein Krankenhaus in der Nähe? Ja, direkt daneben. Was machst du? Ah, das kann ich. Den kann ich ersetzen durch einen Papst, den Bischof. Weil der ist. Der Bischof ist besser als der. Der Papst ist besser als der Bischof. So. Die Schauspielerin wiederum kann ich ersetzen die durch Menschen den lassen sie hochleben. Bischof. Ha. Und da auf dem Stadtfesten Peppers Paradise. Gott, oh Gott, oh Gott. Ein bisschen verkackt. Ich bin zurück von den Toten. Was? Und habe ein paar Freunde dabei. Eliminieren Sie die Piraten, bevor sie ihr Lager wieder aufbauen. Wait, what? Kevin, die ist wieder da. Wir wollten unsere Flotte schon verkaufen. Ist so. Fährst du mit hin? Ja, bin auf dem Weg. Hast du die Quest auch? Ja. Das finde ich aber cool, weil dann ist es keine endgültige Entscheidung. Das finde ich tatsächlich cool. Ich glaube zwar, dass es ziemlich schwierig wird, sie jetzt wieder für einen Handelsvertrag zu begeistern, wenn sie es schafft. Und ich finde es auch relativ nett von ihr, dass sie Bescheid sagt, dass sie wieder da ist. Aber das finde ich tatsächlich, da muss ich jetzt mal Lob an die Entwickler rauslassen, weil sonst kriegen sie ja von mir immer nur Schellen. Das finde ich gut, weil wenn du in den früheren Anno-Teilen einen Piraten ausgeschaltet hattest, dann war das endgültig. Und wenn du dann irgendwann festgestellt hast, war eigentlich eine scheiß Idee, vielleicht brauche ich den ja doch noch, hattest du Pech. Ne? Dann konntest du zwar irgendwie über irgendwelche Hacks und Einstellungen und Mods, was weiß ich, kannst du den wieder zurückholen, aber so Vanilla-mäßig war es nicht möglich. Hast es verkackt. Ich habe lange nicht mehr so viele Häuser aufsteigen lassen wie heute in dem Stream. Ja? Ja. Ich habe komplett neue Wohnviertel hochgezogen. Also, dass du dir das traust? Ja, ich bin auch ein bisschen. Irgendwie. Ich weiß nicht, es fühlt sich irgendwie so. Einerseits ja, mutig, andererseits war mal wieder nötig. Naja, klar. Ja, wieso nicht? Ich fürchte, diese gesamte. Isabelle ist wieder zurück. Sache wirst du wahrscheinlich erledigen müssen immer. Warum? Naja, weil meine Kriegsflotte einfach viel, viel länger braucht als deine, um da zu sein. Ist doch nicht schlimm. Ich meine, ich kann meine Kriegsflotte dort in der Nähe lassen, aber wenn ich ja meine Abschlussaufgabe habe, muss ich sie halt von da dann immer wiederholen. Alles gut. Stört mich jetzt nicht so. Da
Hast also auch gern Spaß beim Morden und Meucheln? Naja, definitiv. Cool. Lass uns eine Piratengang gründen. Weiß ich jetzt nicht.